jüngeren Leute könnte ich das vorstellen und so viel brauchen wir bei weitem nicht. Von daher kann man da optimistisch sein. Ich habe bei der Vorbereitung eine andere Zahl gefunden, nämlich dass bei den 18- bis 29-Jährigen 47% sich gegen eine Wehrpflicht aussprechen. Und ist das hier keine, sondern ein anderes Verfahren. Aber ich finde, überbordende Begeisterung sieht anders aus. Ja, das sind unsere Zahlen nicht beieinander. Ich sage, gut 40% sind dafür, sie sagen 47% sind dagegen. Ich glaube, das passt. Und wenn man dann aber eben noch nicht mal 10% braucht, dann sind 40% Interesse doch ziemlich gut. Es soll Prämien geben für längerfristige Verpflichtungen. Es soll Anreize geben für Interessenten, dass sie die Gelegenheit haben, ihren Führerschein zu machen, bei der Bundeswehr Sprachen zu erlernen. Sind das die Faktoren, die entscheidend sein werden? Für einen Teil der Bevölkerung ist das sehr spannend. Schon als ich vor 22 Jahren Wehrpflicht gemacht habe, war der Erwerb eines Führerscheins für viele sehr wichtig. Das ist nach wie vor möglich, das wird möglich bleiben. Wir reden jetzt darüber, dass andere Punkte auch dazu kommen, die Anreize bilden können. Zum Beispiel, dass man, wenn man auch studieren geht, dann eine niedrige NC hat, dass das auf die Abiturnote angerechnet wird, dass man sagt, derjenige bekommt dann mehr BAföG. Also ich glaube, man kann in unterschiedlichen Lebenssituationen Menschen einen Anreiz geben, freiwillig dienstleistend zu sein oder auch für Menschen mit anderer Lebenserfahrung, sich für die Reserve zu melden. Denn gerade die Stärkung der Reserve ist ja ein zentraler Teil des Konzepts, das der Minister heute vorgestellt hat. Aber wenn die Anreize schon da waren, warum ist das Interesse bislang so gering gewesen? Und warum soll es tatsächlich mit diesem Modell, das kommen wird, frühestens nächstes Jahr, wenn überhaupt schon, dann besser werden? Das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Zum einen, viele Anreize waren noch nicht da. Der Führerschein ja, NC, BAföG, alles, was wir gerade besprochen haben, nicht. Und zum Zweiten, wir können die ganzen Anreize haben, wenn keiner davon weiß. Dann meldet sich auch niemand. Sondern es geht jetzt darum, einfach viele Menschen mit der Bundeswehr in Kontakt zu bringen. Sie erinnern sich vielleicht noch daran, vor wenigen Jahren hat die SPD Berlin gesagt, dass die Schüler überhaupt nicht mit der Bundeswehr behelligt werden müssen. Da sind wir heute zum Glück um Welten weiter. Der Verteidigungsminister schließt nicht aus, dass er zu mehr verpflichtenden Elementen kommen will, wenn das Modell, was er jetzt favorisiert, nicht funktioniert. Sind Sie dann immer noch bei ihm? Das finde ich ja das Charmante, dass wir hier Schritt für Schritt vorgehen. Wir machen jetzt hier einen ersten Schritt, bei dem erstmal alle an Bord sind, gucken dann, ob wir hiermit schon ans Ziel kommen. Ich denke ja, wenn er recht haben sollte und wenn nein, dann reden wir über den zweiten Schritt. Das ist, glaube ich, ein vernünftiges Verfahren, wie wir Parlament und Regierung zusammen vorangehen. Der Minister hat heute eine Zahl genannt, für 5000 weitere Wehrpflichtige nach diesem neuen Modell kämen Kosten mit allem, also nicht nur Sold, sondern auch was an Unterbringung nötig ist, an Ausrüstung, an Uniform etc. mit jährlichen zusätzlichen Kosten von 1,5 Milliarden Euro. Wo sollen die herkommen? Er hat gesagt, dass er das für 2025 aus dem eigenen Etat darstellen kann. Das ist schon mal sehr gut. Und danach werden wir uns ja über andere Modelle dann auch in einer anderen Regierungskonstellation möglicherweise unterhalten. Und das ist dann auch das richtige Verfahren. Dann müssen wir auch über die Finanzen generell nochmal sprechen, auch im Verteidigungsbereich. Da sind auch in anderen Fragen die Finanzfragen noch derzeit offen. Abschließend, Herr Faber, was ist ein sinnstiftender Wehrdienst? Wem stiftet er Sinn? Ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen etwas lernen, wenn sie bei der Bundeswehr sind, dass sie ihre Motivation, die sie mitbringen, behalten und das Gefühl haben, einen Dienst an dieser Gesellschaft zu leisten. Und Sicherheit für unser Land ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Sie muss hergestellt werden. Wir müssen allen Bürgern deutlich machen, dass sie sie nicht von selber herstellt, sondern dass Bürger dazu etwas beitragen. Das stiftet Sinn. Dankeschön. Und wir schauen ins Ausland. Ein umstrittenes und vor allem riskantes Manöver, um den Vormarsch der Rechten aufzuhalten, hat Frankreichs Präsident Macron gewählt, als er noch am Sonntag die Auflösung des Parlaments ankündigte und Neuwahlen ausrief. Er versucht nun, in den verbleibenden 3 Wochen eine Koalition der Mitte aufzubauen. Das rechte Rassemblement National hat indessen schon einen möglichen Bündnispartner gefunden. Und zwar ausgerechnet in den Reihen der konservativen Republikaner. Es ist ein Tabu, das gebrochen wurde. Der konservative Demokrat Eric Ciotti sucht den rechten Schulterschluss mit klaren Worten im französischen Fernsehen. Es gibt den Block der Rechten. Ich hoffe, dass meine politische Familie sich auf diesen Weg macht. Viele folgen mir. Konservative Demokraten als neue Partner der Rechten? Die Erschütterung ist groß. Vor laufender Kamera stört eine grüne Abgeordnete den Republikaner mitten im Live-Interview. Schande, Schande über sie, ruft die Frau zu dem Politiker, der den Rechtsruck auch ins französische Parlament tragen könnte.
Ich denke, Erik Ciotti ist dabei, De Gaulle zu verraten. Er ist dabei, Chirac zu verraten. Er ist sogar dabei, den Namen seiner Partei zu verraten, die nichts Republikanisches mehr hat. Hier wurde eine Grenze überschritten. Verrat für die einen, Trio.